das Vodafone-Chancenprogramm bietet mir in dem Sinne was, weil es mir wirklich meine ganzen Studiengebühren finanziert. Da ich mir deswegen gar keine Sorgen um irgendwelche Ausgaben machen muss, kann ich mich dann vollends auf mein Studium konzentrieren und auch über dem Studium hinaus mich freiwillig in sozialen Projekten oder anderen Initiativen engagieren. Und diese jungen Menschen wie ich, die ein Hochschulstudium absolvieren, das kann ich auch schaffen. Zu diesem Punkt kann ich auch kommen. Und dann ist einfach dieser Grundgedanke da, dass in diesem Thema noch sehr viel gemacht werden muss, weil viele Jugendliche mit Migrationshintergrund noch nicht in Hochschulen vertreten sind.